immer noch einfach weiter geradeaus. Und hier. Was für eine scharfe Zunge. Hau ab, Lump. Oh, die hat Haare auf den Zähnen. Mikul, das Aas hat mich wieder angemacht. Waffen auf dem Rücken. Ah, Mikul. Eine versperrte Tür. Abgeschlossen. Ich glaube, das habe ich schon mal angeguckt. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob da was passiert, aber... Weiße Myrte? Also die Wege sind hier immer recht klar, wie viel Reit hier wendet. Aber so weit haben wir es nicht mehr. Da vorne wohnt schon der Geistliche. Hier erkenne ich das wieder. Warum hat Foltes niemanden befohlen, etwas gegen die Pest und die Beste zu tun? Aber ich finde es schön, dass die Welt hier so interaktiv ist, dass sie alle miteinander reden. Oder mit uns reden. Lugavere. Noch ein Reisender. Kennen wir uns? Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Doch es ist möglich. Die kleine Medizinerin kann euch helfen. Shani kann nichts tun. Schade. Ja, jetzt erinnere ich mich. Geralt von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkains zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Orens. Wow. Nett. Nur weil wir die Leute angesprochen haben. Die Männer beim Tempel sprachen von euch. Beschützt uns vor der Bestie. Mach ich doch. Aber... Früher schätzte man Blumen. Nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Vielleicht können wir ihr... Da. So ein bisschen Myrte. Wie unverschämt. Entschuldigung. Ich wollte was Gutes tun. Oh, aber... Ich will sie nochmal ansprechen. Vielleicht können wir sie nach... Früher schätzte man Blumen. Nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Vielleicht können wir sie danach fragen, was das für Blumen sind. Unterwegs sah ich sehr viele Blumen. Oh, ihr habt mir einen kleinen Strauß Wildblumen gebracht. Dafür gebe ich euch nur zu gern Tulpen. Ich sehe mich ein bisschen um. Hä? Früher schätzte man Blumen. Nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Aber die Blumen will sie nicht haben, oder was? Wie unverschämt. Ja, guck, die will sie nicht haben. Aber gut, wir laufen mal weiter. Alter Stadtbewohner. Das Spiel. Gestern holten die ertrunkenen Toten wieder ein Kind. Oh oh. Bittet den Geistlichen für euch zu beten. Nee, lass mal. Ich glaube. Unbekanntes Kraut. Kann nicht gesammelt werden. Der Geistliche ordnete eine Kollekte für die neuen Kapellen des ewigen Feuers an. Die verdammten Eichhörnchen greifen Konvois an. Genau wie im Krieg. Ich habe selbst gesehen, wie das Gespenst einer Stadtfrau den Kopf abbiss. Seid ihr ein Hexer? Woher wisst ihr das? Jüngst sah ich einen wie euch und fragte den Geistlichen. Seinen Namen erfuhr ich nie, aber er wollte in die Stadt. Hat man ihn nach Visima gelassen? Ich weiß nicht. Er fragte den Geistlichen etwas. Vielleicht bat er um Hilfe. Sonst noch etwas? Nichts, was nicht schon gesagt wurde. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Ich frage sie erstmal aus und dann gucke ich mal, was ich bei ihr kaufen kann. Das Fleisch riecht seltsam. Von welchem Tier stammt es? Seid ihr zum Riechen oder zum Kaufen hier? Man sollte eine Frage nicht mit einer Frage beantworten. Wo ich mein Fleisch herbekomme, geht euch nichts an.
Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann macht Platz für die anderen. Also die Leute stehen nicht gerade Schlange. Hm? Ja, dann... Erzählt mir mehr von dem anderen Hexer. Mehr weiß ich nicht. Erzählt mir einfach alles noch einmal. Er sprach mit dem Geistlichen, dann ging er. Er wirkte verängstigt. Danke. Hm? Gut. Guck ich mal, was sie für uns hat. Fett. Essen. Oh, stimmt. Essen ist ja gut für Vitalität, glaube ich, ne? Ich nehme mal ein bisschen was mit. So. Dann schließen wir das wieder. Ein garstiger Ort. Meine Kehle. Wo sind nur all die Weisen aus den leeren Häusern? Die Bestie kommt uns holen. Okay. Beine sind schon wieder mit Kot verschmiert. Zu viele Informationen. Ah, neue Region. Oh, und wir sind falsch abgebogen. Wir müssen da links runter. So. Ein garstiger Ort. Ja, ein garstiger Ort. Das erinnert mich an Gollum. Ein Boot. Fischerdorf. Feuerstelle. Ich brauche Fackeln. So. Vielleicht sollten wir mal ankommen. Ab ins Reservat mit Ihnen. Okay. Mittlerweile ist es auch schon 11.30 Uhr. Wo sind denn die Menschen? Hey, das ist die Ja, wo sind die denn? Ach, da hinten. Oh. Aus dem Weg, Großväterchen. Oh, so viel dazu. Was ging's grad? Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt? Seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund, Sultan Shivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Shivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. Vielleicht ein andern Mal? Nee, eigentlich würde ich das schon ganz gerne machen. Ich will auch mein Gedächtnis wieder haben. Ihr seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute.
die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Anderlinge. Unser Schmied war doch auch schon ein Anderling. Der hat sich auch schon so darüber ausgelassen. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vesima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenrigg sitzen mir im Nacken. Die Breckenriggs? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenriggs heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Okay, unser lieber Freund möchte also heiraten. Warum können wir das denn jetzt nochmal fragen? Ich frag nochmal, vielleicht sagt er jetzt was anderes. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vesima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenriggs sitzen mir im Nacken. Nein, er sagt nichts anderes. Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Geralt. Gut, dann fragen wir noch mal kurz nach den Eichhörnchen. Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Na gut, dann gehen wir. Ich muss jetzt gehen, Soltan. Wir reden später. Quest abgeschlossen. Wir hatten eine Quest. Okay, wir hatten eine Quest. Ich hab Angst. Ja, so. Du standest jetzt schon die ganze Zeit. Dieser kleine Junge stand schon... Nein! Er stand schon die ganze Zeit... Oh, ihr seid unheimlich. Im Hintergrund. Schurke? Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Shani ist ein prachtvolles Weibsbild. Dieses Schwert auf eurem Rücken gäbe ein gutes Ruder ab. Verdammtes Diebesleben. Eines Tages hänge ich sowieso. Naja, ich bin vielleicht schuld davon. Meine Eier jucken. Schön für dich. Ich hab Angst. Der Drecksack hat mich einen Dieb genannt. Nehmen. So, wir müssen aber immer noch uns auf den Weg zu Haaren machen. Ist das etwa das Haus da drüben? Kamera ist blöd. Da. Hallo Haren. Du gibst uns bestimmt... Ich guck mich erstmal um. Bestimmt eine neue Aufgabe. Ich sollte mir abgewöhnen, mit einem Satz aufhören zu reden. Aufzuhören zu reden. Das ist, was ich meine. Eine Fackel! Oh, ist das toll. Wir haben eine Fackel. Vielleicht hätten wir erst zu ihm gehen sollen, bevor wir in die Gruft gegangen sind. Kann ich hier noch irgendwas absuchen? Schrank? Genau, noch andersrum. Da ist die Fackel. Super. Eine Fackel, die als Waffe benutzt wird, kann nicht in Kombination mit Kampfstilen des Hexers verwendet werden. Okay. Ist nicht so schlimm. Reden wir mal mit Haaren. Seid gegrüßt, edler Fremder. Ihr seid?
Harenbrock, Kaufmann und Zwischenhändler, stets zu Diensten. Was führt euch her, Hexer? Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Natürlich. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Wir könnten ihn bestechen oder wir zeigen ihm den Ring. Wir zeigen ihm den Ring. Das ist die beste Perspektive überhaupt. Bravo. Das ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Natürlich ist das ein Geschenk des Geistlichen. Also. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Okay. Also es hört sich ganz nach mehr Ghoulen an. Vielleicht sollten wir uns doch irgendwann mal eins dieser Bücher kaufen, das uns was verrät darüber. Ich helfe im Tausch gegen Informationen. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal, wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten, sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Okay. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer! Ja, aber jetzt fragen wir auch nochmal nach dem Würfel. Wir haben nämlich eben einen bei den Überresten des einen bösen Typen, den wir fertig gemacht haben für Zoltan. Da fragen wir mal kurz nach. Ich fand diese seltsamen Würfel. Sehen nach Zwergenhandwerk aus. Doch nicht hier! Wollt ihr uns beiden Ärger einhandeln? Ihr seid nicht gerade ein Heiliger. Angst vor einem Kästchen? Ihr habt so viel Schmuggelware. Überlebensinstinkt. Ich falle lieber nicht auf. Der Geistliche hasst dieses Spiel. Ihr wisst also, was das ist. Das habe ich nicht gesagt. Die Dinger wurden nicht von Menschen gemacht und stinken nach Teufelei. Die Zwerge müssten etwas wissen. Hab Dank. Zumindest dafür. Dann sollte ich den Schmied danach fragen können. Aber ich wollte ihn noch danach fragen, was er denn verkauft. Das ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht. Genau. Vielleicht hat er ja Fackeln für uns. Nein, hat er nicht. So was Blödes. Also, ein temerisches Stahlschwert. Was hab ich? Schaden 30%. Ein Stahlschwert, das den Kampf gegen. Eine Axt, Schaden 5 bis 15. Ja, wir könnten uns theoretisch auch mal eine neue Axt gönnen. Ich weiß ja nicht. Okay, das kann ich ja noch später mal machen. Da warte ich dann erstmal nochmal ab. Jetzt haben wir erstmal die Quest aktualisiert. Ein Würfelspiel, genau. Ich muss jemanden auftreiben, der mir mehr über diese Würfel sagen kann. Da werde ich wahrscheinlich den Schmied mal nachfragen. Das bietet sich ja an. Und
Nicole und Haran, da sind wir doch gerade bei. Die Hexe in den Trank zu kommen, muss ich später mal vorbeischauen. Lalalala. Die Nachts am und ja. Da. Gut. Wie spät ist das? 12.30 Uhr erst. Da muss ich wahrscheinlich nachts hin, ne? Vermutlich. Aber ich kann mich ja schon mal in die Richtung aufmachen. Bettler, Kaufbold. Dieses Schwert auf eurem Rücken gäbe ein gutes Ruder ab. Oh klar, danke. Wenn das nicht mal ein Zeichen ist, ist es scheiße. Ein unbekanntes Kraut. Okay, also diese unbekannten Kräuter stören mich ein wenig. Ich würde gerne mehr darüber wissen. Und ob es irgendwie möglich ist, dass wir unser Inventar vergrößern. Oder ob ich einfach viel zu viel mit mir rumschleppe. Okay, sortiert und gestapelt. So, also hier müssen wir heute Nacht uns ein bisschen kämpfen, ja? Gut. Das wird aber definitiv etwas für die nächste Folge und das wird definitiv etwas für die nächste Aufnahme, weil ich will mich erstmal jetzt informieren, wie ich an Fackeln rankomme und so weiter und so fort. Vielleicht, wie ich das mein Inventar ein bisschen vergrößern kann. Und damit ich jetzt hier nicht so ganz lange unwissend rumrenne, beende ich meine Aufnahme jetzt hier schon. Ich habe gerade mal 3/4 Stunde aufgenommen. Das ist schon komisch, so schnell aufzuhören. Aber ich denke, es ist sinnvoll an dieser Stelle. Daher sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und Speichern. Okay. Einmal schnell speichern. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich glaube, wir haben jetzt eine Woche zu Ende. Ne? Dann sage ich auch gleichzeitig noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.